Sie haben immer versucht, mir beruflich ein, wie soll ich sagen, mich herauszufordern, dass ich Fehler begehe und dass sie mich da eben catchen, ne? Und haben mich ständig ganz kurzfristig versetzt irgendwohin und haben manchmal Dinge verlangt. Wissen Sie, wenn so, heute ist man ja mit dem Internet, mit der ganzen Welt verbunden, aber damals war das ja noch gar nicht, ja. Und dann haben sie verlangt, ja, ich sollte da so einen Dienst, Telegramm schicken. Und es gab eine bestimmte Regel für Diensttelegramme und bestimmte Formulierungen. Ja, man durfte keine anderen Anwendungen. Und da wollte mein Vorgesetzter mich zwingen, dass ich diese Formulierung, die er mir vorgab, schreibe. Und da, also es waren alles solche Dinge. Da habe ich ihm das vorgesagt, dass ihm die und die Formulierung eine Gültigkeit hat und ich es nicht machen werde. Und also sie haben immer versucht mit irgend solchen Mitteln, ne? Und dann haben sie mich zum Schluss, als ich dort tätig war, haben sie mich dann ins neue Interconti Hotel an der Karl-Marx-Allee, so vis-à-vis vom Café Moskau war das. Da haben sie mich dann dorthin geschickt, dann habe ich dort gearbeitet und dann wurde man eingewiesen, ja, sie dürfen keinen Kontakt mit den Gästen dort haben und dergleichen. Ja, und dann war da immer so ein älterer Mann gekommen, der mich immer belagert hat und immer aufgelauert hat, ja. Wie so ein Verehrer oder eher wie so ein Stalker oder was war das? Das war einer, ein Abgesandter von denen, ja. Aber als Gast getarnt, ja. Und immer, ja, er möchte sich mit mir treffen und nachher und so und immer. Und dann habe ich nur höflich versucht, eben ihn abzuweisen, ne. Wir sollten eben, wurde auch vorher gesagt, und auch die Gäste nicht belästigen und irgend so. Dachte, da war ich auch so im... Und er hatte mich wirklich nicht in Ruhe gelassen. Und wenn ich dann zum Feierabend rausgehen wollte, dann stand er schon da und so, ne? Und da habe ich den einfach mal, da hat es mir dann gereicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, da drüben an der anderen Ecke, da stand gerade zufällig ein junger Mann, ja. Ich sage, wissen Sie, da drüben, da steht mein Bruder, der ist Boxer. Ja, und irgendwie hat er dann wohl mitbekommen, ich will ihn verkohlen oder was, ja. Ja, dann bin ich auch schnurstracks auf den jungen Mann losgelaufen, ne, und habe einfach ihn angeredet. Ich musste ja, das denke, der beobachtet mich, ne. Und dann habe ich da einfach nur so, guten Abend und ach so, suchen Sie hier oder irgendwas, man so fragt, sagt einfach. Der wusste auch nicht, was los ist, ne, und dann bin ich wieder abgedampft. Und dann... habe ich, als ich zum Dienst sollte, es war Nachmittag, wir hatten ja so Schichtdienst dort, ne? Nachmittagdienst, und ich bin angekommen zum Dienst, da war meine Ablösung schon da. Ich sollte mich sofort in der Zentrale melden, da wurde ich sofort gekündigt und hatte... Ist ja nicht wie bei uns. Wenn man gekündigt ist, kann man zum Arbeitsamt gehen, bekommt dort die Unterstützung. Von wegen Arbeiter- und Bauernstaat, ja. Es gab gar kein Arbeitsamt, keine Unterstützung und so. Gar nichts. Und ich war alleinstehend. Ich musste für meinen Unterhalt alleine sorgen. Und es war ganz schwierig, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Denn immer, wenn ich irgendwas gefunden habe, dann haben die gesagt, ja, sie müssen erst die Kaderakten einsehen. Und dann kam dann immer nachher, ach, das ist schon besetzt. Na? Und diese Stelle, die ich dann zum Schluss hatte, habe ich dann nur über eine Freundin bekommen. Aber eigentlich gar nicht mein Beruf, naja, auch Bürosachen, aber nicht so unbedingt mein Beruf entsprechend. Aber ich hatte Arbeit, ne? Mit weniger Geld noch, ja, und das waren so die Sanktionen, die sie annehmen. Zwischendurch hatte ich auch erlebt, da ist in dem Bezirk, in dem man wohnt, ne, das ist da so ein Abschnittsbevollmächtigter. Sowas gab es unter dem Nationalsozialismus auch.
Ja, und das auch. Die haben nur mit einem anderen Namen alles betitelt, ansonsten waren sie ähnlich. Und der hatte mich dann aufgesucht und ich sollte dann mit ins Büro kommen, bin ich dann hin. Und ich den Ausweis abgeben. Die haben mir dann den Ausweis abgenommen. Ich sage, ja, wieso denn das, ne? Ja, sie haben Westkontakte und ich sage, kann man ja nicht verhindern, ne? Und so, ich meine, meine Familie, wir hatten als Berliner ja hier und da Familie. Und der Ausweis bleibt vorerst mal hier. Und das bedeutete, dass ich nichts machen konnte. Man musste in der DDR immer, also in Ost-Berlin ja auch, immer den Ausweis mit sich führen. Man konnte nirgendwo hin, auf keine Behörde, nichts, man konnte gar nichts machen. Also ich war ein Niemand. Das hielt eine ganze Zeit an und dann habe ich den Ausweis wiederbekommen. Es waren immer solche Dinge, die eintraten, ne?